Hallihallo und herzlich willkommen mal wieder hier auf diesem Kanal und heute mal mit einem Abstimmungsvideo. Und zwar werde ich die Kopenhagen-Karriere, eine Spielerkarriere beenden, da mir nach der Leihe zu Odense Boldklub Club irgendwie die Lust vergangen ist, weil Odense Boldklub Club keiner von den Vereinen ist, zu denen ich jetzt eine Sympathie aufgebaut habe, so wie zum Beispiel zu Kopenhagen. Und mir dann schnell die Lust vergeht, wenn ich mit Mannschaften spiele, wo ich keine großen Sympathien zu habe. Und deswegen beende ich diese Karriere. Kopenhagen wird aber trotzdem in der neuen Abstimmung wieder dabei sein. Dieses Mal werde ich mich in der jetzigen Spielerkarriere, die jetzt beginnt, aber versuchen durchzusetzen und werde mich nicht verleihen lassen. Das ist ganz wichtig. Und ich werde kein deutscher Nationalspieler später werden. Ich nehme nämlich eine andere Nationalität, da ich aus verschiedenen Gründen mit der deutschen Nationalmannschaft nichts anfangen kann. Zur Auswahl stehen dabei der RSC Anderlecht aus Belgien, bei dem ich als Holländer spielen würde. Dann der 1. FC Kaiserslautern, wo ich als Finne spielen würde. Der 1. FC Kopenhagen, wo ich erneut anfangen könnte, diesmal dann aber als Däne. Stade Rennes, wo ich als Franzose, um das vernünftig zu sagen, spielen würde. Red Star Paris aus der zweiten französischen Liga, wo ich ebenfalls wieder als Finne spielen würde. Ajax Amsterdam, wo ich den Trend mit den Dänen weitergehen würde und als Däne spielen würde. Lissabon, wo ich mir noch nicht sicher bin. Das werde ich dann spontan entscheiden, sollte Lissabon die Abstimmung gewinnen, ob ich Sporting oder Benfica nehme, weil ich zu beiden große Sympathien habe. Dort werde ich dementsprechend dann als Portugiese spielen. Celtic oder Glasgow Rangers, da wird auch nur Glasgow stehen, weil ich mich da auch noch nicht entschieden habe. Da habe ich mich auch noch nicht entschieden, da seht ihr jetzt zwei Nationalflaggen, ob ich dort als Schotte oder Walise spielen werde. Das werde ich mir auch noch spontan entscheiden. Und zu guter Letzt hätten wir Deportivo La Coruña, einfach die genialste spanische Mannschaft, meiner Meinung nach. Und ja, da würde ich dann, wie ihr seht, als Portugiese spielen. Und dann vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich würde mich freuen, wenn ihr in der Strawpoll-Abstimmung unten, die in der Beschreibung verlinkt ist, abstimmt. Und dann vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Euch noch wunderschöne Tage. Ciao.